Hier geht es weiter mit einem Antrag der Unionsfraktion. Der trägt den Titel Sofortprogramm für die deutsche Wirtschaft. Und da geht es unter anderem um Vorschläge aus der Unionsfraktion zur Begrenzung der Sozialabgaben, zu Überstunden für Vollzeitbeschäftigte, die steuerlich begünstigt werden sollen. Da gab es dieser Tage auch einen Vorstoß aus der FDP. Dann geht es der Union darum, für Bürgergeldbezieher strengere Sanktionen einzuführen oder steuerliche Entlastungen für Unternehmen umzusetzen. Auch daran arbeitet die Koalition im Großen und Ganzen zumindest. Ein wichtiger Punkt aus Sicht der Union, beispielsweise auch die geplanten Steuererhöhungen für Landwirte vollständig zurückzunehmen, also nicht nur in dem Maße, wie das bislang schon geschehen ist. Da möchte die Unionsfraktion, dass das Ganze noch ein klein wenig weitergeht. Passend dazu, dass am heutigen Tag, nämlich um 11.30 Uhr in einer guten Stunde, der Bundeskanzler ja mit der Regierungskommission zur Zukunft der Landwirtschaft zusammentrifft. Und alle weiteren Punkte, die die Union auf ihrer Liste hat, die werden wir im Laufe dieser jetzt beginnenden Debatte hören. Und den ersten Aufschlag hat Julia Klöckner aus der Unionsfraktion, wo sie wirtschaftspolitische Sprecherin ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wem das Wohl unseres Landes wirklich am Herzen liegt, der muss sich ernsthaft Sorgen machen. Denn die deutsche Wirtschaft, die kam von der Lokomotive Europas und ist jetzt zum Sorgenkind Europas geworden, und das unter dieser Ampelregierung. Und unsere Wirtschaft, die wächst nicht mehr. Energie, Arbeits-, Bürokratiekosten, die Steuern, die Abgaben, sie sind zu hoch. Die Eingriffe in die unternehmerischen Freiheiten, die sind zu massiv. Genehmigungen dauern immer länger, Regulierungen, Vorschriften, Dokumentationen, die werden immer mehr. In der Summe ist das einfach zu viel, und nach Fest kommt eben ab. Und dabei braucht es gerade jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine starke Wirtschaft. Eine starke Wirtschaft schafft Arbeitsplätze, weniger Arbeitslosigkeit. Eine florierende Wirtschaft führt zu höherem Einkommen und Wohlstand für die Bürger. Eine gesunde Wirtschaft fördert Innovation, technologischen Fortschritt. Eine starke Wirtschaft bringt Steuereinnahmen, die wir zur Finanzierung auch der Infrastruktur brauchen. Also, eine starke Wirtschaft ist ein wichtiger Motor, aber wie ist die aktuelle Lage? Die aktuelle Lage unserer Wirtschaft hier in Deutschland. Steigende Insolvenzen, Rekordniveau beim Kapitalabfluss aus Deutschland raus, Auftrags- und Produktionseinbrüche, Rückgang bei den Exporten. Die Wettbewerbsfähigkeit ist massiv angegriffen und eine gebremste Innovationsbereitschaft. Das sind Fakten, das sind Daten. Und jeder gute Regierungschef, der müsste jetzt besorgt sein. Jeder gute Regierungschef müsste auf den Plan gerufen werden. Doch der deutsche Bundeskanzler, der setzt auf Abkanzeln. Und er sagt, die Klage, das sei das Lied des Kaufmanns. Wissen Sie, so spricht kein Bundeskanzler, so spricht ein Abkanzler. BDI-Präsident Russwurm, na ja, sehen Sie, da kommen jetzt wieder die Sprüche von links. Wieder einmal sowas hin, gut, ich will es nicht sagen, mal so hin gesäuselt. Wissen Sie, Ihr Problem ist folgendes. Sie können mit den Fakten nicht umgehen, die die Wahrheit über die deutsche Wirtschaft sagen und die diesen Sozialstaat und diesen Wohlstand massiv angreifen. Wir bräuchten jetzt einen Kanzler, der das ernst nimmt und nicht die Wirtschaft abkanzelt. Und gestern das Treffen mit den vier Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft hat die Kluft, hat das Entfremden noch mal mehr zementiert. Das war ein Desaster. Und es wurden Teilnehmer zitiert, die sagten, es prallt weiter alles ab an diesem Kanzler. Er hat uns behandelt wie Untertanen. Das ist Ihr Bundeskanzler, der heute nicht da ist und der glaubt, dass er die Wirtschaft für dieses Land hier nicht braucht. Das ist peinlich, das ist standortgefährdend, das ist nicht unterstützend für dieses Land und für diese Bürgerinnen und Bürger. Und dabei ist es klar, dass Nichthandeln keine Option mehr ist, was Sie alle hier auch sagen. Das Potenzialwachstum liegt nur noch bei 0,5%. Das sind alarmierende Zahlen, und deshalb brauchen wir eine konsequente Wachstumspolitik. Wir haben deshalb einen ganz klaren Handlungsempfehlungsleitplan vorgelegt für eine Wirtschafts- und Wachstumswende. Die FDP wollte ja darüber noch, wo denn, sehen Sie,
Ich meine, Sie sind doch nicht nur kognitiv, sondern auch des Lesens mächtig. Sie fragen, wo denn? Das ist genau Ihr Problem. Gestern im Ausschuss haben Sie den Antrag, der eigentlich abschließend abgestimmt werden sollte, damit er hier reinkommt ins Parlament, haben Sie vertagt mit Ihrer Mehrheit, weil Sie nicht drüber debattieren wollten. Deshalb haben wir wortgleich diesen Antrag heute eingebracht. Das ist der Punkt. Sie machen die Augen zu vor dem, wie es hier in diesem Land aussieht. Das ist standortgefährdend. Die Ampel ist eine Standortgefahr für dieses Land. Und das liegt wohl an der FDP, warum dieser Antrag abgeräumt werden sollte, ohne Debatte erst mal verschieben. Weil es Ihr Parteitag ist. Weil Sie haben ja fast wortgleich das übernommen, was in unserem Antrag steht. Man hat den Eindruck, die FDP bereitet sich auf die Regierungsübernahme vor. Aber Sie sind in der Regierung und machen Sie es einfach, liebe FDP. Und deshalb sind unsere Forderungen sehr klar. Deregulierung, Belastungsmoratorium, wer mehr arbeitet, soll auch mehr in der Tasche haben, Steuerbefreiung für die, die Überstunden arbeiten, ganz klar für die Überstunden, ganz klar, wir müssen ran an die Lohnnebenkosten, die sind bei über 40%, wir müssen die Netzentgelte halbieren, wir haben ein Gesamtpaket vorgelegt und wir brauchen die Wirtschaftswende jetzt und das beginnt mit Vertrauen in Unternehmen und setzen Sie auch das Lieferkettengesetz, das deutsche jetzt aus, das europäische kommt. Julia Klöckner war das, die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, mit deutlichen Angriffen auf den Bundeskanzler und die Bundesregierung in Sachen Wirtschaftspolitik und deren Konzepte. Das wird jetzt erwidert werden von Bernd Westphal aus der SPD-Fraktion. Der ist der wirtschaftspolitische Sprecher dort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Klöckner, was Sie eben hier beschrieben hat, will ich Ihnen nur mal sagen, weil Sie uns vorwerfen, wir würden ignorieren. Statistisches Bundesamt, also nicht Bundesregierung oder SPD-Fraktion, hat die Zahlen von dem Frühjahr veröffentlicht, wie die Wirtschaft gewachsen ist. Die Wirtschaft, die Industrieproduktion um 1,9%, die Automobilindustrie um 5,7%, die Chemieindustrie um 4,6%. Sie ignorieren Tatsachen. Das ist Ihr Problem. Und das, was Sie eben hier, abgeliefert haben, als Kompetenz in, angebliche Kompetenz in Wirtschaftsfragen. Das kann ich hier wirklich nicht feststellen. Ich muss sagen, Sie ignorieren das, was die Ampelregierung in den letzten 2,5 Jahren in einem wirklich anspruchsvollen globalen Umfeld mit einem brutalen Krieg in der Ukraine, den Russland angezettelt hat, mit Auswirkungen auf unseren Standort, wo wir Krisenmanagement bewiesen haben, dass Sie nie und nimmer hingekriegt hätten. Das ist der Fakt. Wir haben... Ja, die Wahrheit ist manchmal bitter. Wir haben keine Gasmangellage in Deutschland gehabt. Das, was Sie zu Anfang gefordert haben, doch ruckzuck und schnell die Gaslieferung aus Russland zu stoppen, das wäre die Katastrophe gewesen. Wir haben dafür gesorgt, mit einer Infrastruktur, dass wir jetzt Erdgas haben, die dafür sorgen, dass Energiepreise zurückgehen, dass wir Strompreise haben, die gesenkt werden. Das ist die Realität, die in den Unternehmen ankommt. Und ich muss Ihnen sagen, es sind nicht nur die industriellen Kerne in Deutschland, sondern es sind natürlich auch die staatlichen Mittel, die dafür sorgen, dass zum Beispiel eine Stahlindustrie auf dem Weg zur Klimaneutralität begleitet wird. Die EPSAI-Programme, die wir jetzt realisiert sehen in Salzgitter, in Duisburg, im Saarland und auch in Bremen und in Eisenhüttenstadt, das sind die Stahlstandorte der Zukunft. Wir haben damit die Grundlage gelegt für den Beginn der Wertschöpfungsketten im Maschinenbau, in der Automobilindustrie. Es ist, investieren deutsche Unternehmen, VW zum Beispiel, in eine neue Batteriezellenfabrik. Das sind Dinge, die wir sehen. Und ich meine, es ist Ihnen sicherlich gestern schon schwer gefallen, Frau Klöckner, als Sie es positiv bewerten mussten, dass ein amerikanisches Unternehmen, ein Pharmaunternehmen in Alzey investiert, dass dort 1.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Ich muss schon sagen, dass Sie sowas einfach mal nebenbei machen. Dazu kommt, dass Intel hier auch investiert am Standort. Dazu kommt, dass wir Northvolt in Schleswig-Holstein haben, die investiert, und Microsoft in Nordrhein-Westfalen. Alles ausländische Investoren, die den Standort Deutschland für gut, für zukunftsfähig befinden. Und denen reden Sie schlecht hier. Das ist Ihre Masche, die Sie hier machen.
Zu diesen Investitionen, die ich gesagt hatte, von ausländischen Unternehmen kommen Investitionen in eine moderne Infrastruktur. Wir haben den Ausbau der erneuerbaren Energien enorm beschleunigt, mit einer Dynamik, wo wir jetzt sehen, dass das ein Standortvorteil ist, Energieangebote in Form von erneuerbaren Energien zu schaffen. Zusätzlich dazu den Aufbau eines Wasserstoffkernnetzes. Diese 10.000 Kilometer Wasserstoffkernnetz, 60% bestehende Infrastruktur, die hier umgewidmet wird, 40% Neubau, wird dafür sorgen, dass die Unternehmen eine Perspektive haben, klimaneutral zu produzieren. Und ich will als Letztes sagen, in Ihrer Rede wird ja das die Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nie erwähnt. Das, was wir im Moment auf dem Arbeitsmarkt, ja, Frau Klöckner, da müssen Sie schon ertragen, es nützt ja alles nichts. Das, was wir im Moment auf dem Arbeitsmarkt sehen, sind 46 Millionen Beschäftigte, so viel wie nie am Wirtschaftsstandort Deutschland. Das hat mit Ihrer Beschreibung gar nichts zu tun. Und ich will mal sagen, das, was wir an Wirtschaftswachstum verzeichnen, hat damit zu tun, dass wir fleißige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, die im Dreischichtbetrieb, die im Wochenendarbeit, die Überstunden machen. Und ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, das, was Sie fordern, dass noch mehr Leute Überstunden machen sollen, das ist einfach Reden wie ein Blinder von der Farbe. Sie haben noch nie eine Nachtschicht gemacht. Sie haben noch nie im Schichtdienst gearbeitet. Sie haben noch nie am Wochenende gearbeitet. Die Leute belehren, länger arbeiten zu lassen, das ist unchristlich. Herzlichen Dank. Bernd Westphal hat naturgemäß eine etwas andere Sicht auf die Wirtschaftspolitik der Koalition und der Bundesregierung als die Union. Der nächste Redner in dieser Debatte kommt aus. Jetzt ist hier noch mächtig Unruhe. Für die AfD-Fraktion Enrico Komning. Nichtsdestotrotz jetzt Enrico Komning für die AfD-Fraktion, einer der parlamentarischen Geschäftsführer dort und Mitglied im Wirtschaftsausschuss. Hier vorne spielt jetzt im Moment die Musik. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegen, lieber Herr Wirtschaftsminister. Ja, liebe Kollegen von der Union, liebe Frau Glöckner, so läuft es eben, wenn man es wagt, der Ampelkoalition mal fachpolitische Oppositionsarbeit entgegenzusetzen. Mit Regierungsmehrheit wird dann ein eben unangenehmer Antrag im Ausschuss auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Man wird zu Neudeutsch gecancelt. Und warum? Damit sich, Sie haben es angesprochen, die Kollegen der ehemaligen Wirtschaftspartei FDP auf ihrem Bundesparteitag in 2 Wochen nicht kritischen Fragen aussetzen müssen. Warum Sie denn einen Antrag, der immerhin grundsätzlich ja ganz vernünftig ist, in gewohntem Kadavergehorsam vor den Grünen abgelehnt haben. Nun also derselbe Antrag erneut in erster Lesung, an sich eine ganz gute Idee. Eine gute Idee gegen die Regierung, die fortwährend Minderheitenrechte in diesem Haus mit Füßen tritt, diesmal gegen die Union. Oft allerdings auch zusammen mit der Union. Was mich allerdings zu unserer Debatte zurückführt, die wir ja Ende Februar schon mal geführt haben. Es ist ein Antrag mit 12 grundsätzlich sinnvollen Forderungen, aber eben auch reichlich dünn. Und vor allem, liebe Union, Sie drücken sich um das eigentliche Problem, um den ganzen ökosozialistischen Transformationsschwachsinn, der die Energiepreise explodieren lässt, der ein Bürokratiemonster aufbaut, der den Fachkräftemangel maßgeblich verantwortet, der die Unternehmen aus dem Land jagt und die Leistungsträger der Gesellschaft, nämlich die Arbeitnehmer, das Handwerk und den Mittelstand, eine Steuer- und Abgabenlast aufbürdet, die niemand mehr stemmen kann. Die Fortführung der ökosozialistischen Transformation oder besser muss man sagen Deformation bedeutet das Ende Deutschlands im Kreis der großen und starken Wirtschaftsnationen, das Ende von sozialem Frieden und von breitem Wohlstand. Nur wenn wir die sozialökologische Transformation stoppen, kann eine Wirtschaftswende tatsächlich gelingen. Ohne Ihr Bekenntnis, liebe Union, zum Ende dieses Wirtschaftsumbaus bleibt Ihr Antrag leider reines Blendwerk. Wir müssen weg von grünen Leitmärkten und Klimaschutzverträgen. Wir müssen zurück zu den Wurzeln Ludwig Erhards, zurück zu einer sozialen und vor allem diskriminierungsfreien Marktwirtschaft. Liebe Kollegen, die
Wirtschaftsleistung Deutschlands wird 2024 wohl das zweite Jahr in Folge schrumpfen. Immer mehr Unternehmen bauen in Deutschland Stellen ab. BASF, Bayer, Bosch, Volkswagen, Fiesmann, Conti, die besten Adressen der deutschen Industrie kündigen Massenentlassungen an. Beim deutschen Fahrzeugzulieferer ZF Friedrichshafen 12.000 Stellen, bei Miele 2.000 Stellen. Dem Bundeswirtschaftsminister fällt nichts anderes ein, als die Konzernchefs mit Subventionsmilliarden das Hohelied der Grünen singen zu lassen. Milliarden an Steuergeldern werden dafür verpulvert. Es ist mehr als höchste Zeit, dieses zerstörerische, dilettantische und dabei so arrogantische wirtschaftspolitische Treiben des Bundeswirtschaftsministers und der gesamten Bundesregierung zu beenden. Ihr Antrag, liebe Union, ist zwar besser als nichts, aber es ist eben auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Dr. Sandra Detzer. Und Sandra Detzer ist die wirtschaftspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, wir können es besser, wir können ein attraktiverer Wirtschaftsstandort sein. Und nein, gleichzeitig ist es kein Grund, einen Abgesang auf Deutschland zu singen. Und es ist nicht alles schlecht, was derzeit passiert. Die Inflationsrate lag im März bei 2,2%. Das ist der niedrigste Wert seit April 2021. Die Industrieproduktion hat seit Beginn des Jahres wieder zugelegt und ist um 2,1% gestiegen. Und allein die 40 DAX-Unternehmen haben im vergangenen Jahr 50.000 neue Stellen geschaffen, 18.000 allein davon in Deutschland. Alles andere ist eine Mär. Es gibt keine Deindustrialisierung. Diese Zahlen zeigen, die deutsche Wirtschaft hat die schwerste Energiekrise der letzten zwei Jahre überwunden. Die Maßnahmen der Bundesregierung zeigen Wirkung, und die Anstrengungen der Unternehmen, die in den letzten zwei Jahren, die haben gewirkt, und wir dürfen weiter mit einer wirtschaftlichen Erholung rechnen. Umgekehrt ist es natürlich auch klar. Dieses Land hat über die letzten Jahrzehnte nicht genug an seiner Wettbewerbsfähigkeit gearbeitet. Wir haben nicht genug investiert, und deswegen müssen wir jetzt alles daran setzen, diese Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Drei konkrete Beispiele, was unser Sofortprogramm in der Bundesregierung jetzt ist für dieses Land. Das erste, ganz konkret, diese Woche beschließt der Bundestag das Wasserstoffkernnetz. Eine zentrale Maßnahme für das Energiesystem der Zukunft. Das Energiesystem der Zukunft, das bezahlbar, das sicher, das verlässlich sein wird, fußt auf den Erneuerbaren und wird Wasserstoff als Backbone haben, damit Industriehäfen, die verschiedenen Kraftwerke verbunden sind miteinander und die Energie in Zukunft bezahlbar sein kann. Und an der Stelle, meine Damen und Herren, lassen Sie mich sagen, wir haben hier im Hohen Haus gestern einen CDU-Antrag diskutiert, Atomkraftwerk-Rückbau stoppen und ein Moratorium einführen. Es wäre Gift an dieser Stelle, diese alte Atomdebatte wieder aufzumachen. Die Zukunft der Energieversorgung in Deutschland ist erneuerbar, und genau da brauchen Unternehmen Planungssicherheit. Wir bringen das Startchancenprogramm auf den Weg, gerade im letzten Punkt hier diskutiert. Ein zentraler Baustein für die Sicherung von Fachkräften in diesem Land. Wir werden so viel Geld in die Hand nehmen wie noch keine Bundesregierung zuvor. 20 Milliarden über 10 Jahre gemeinsam mit den Ländern, um speziell Kindern mit schwierigen Startchancen zu helfen und Brennpunktschulen zu unterstützen. Das ist ein echter Meilenstein für Sicherung von Fachkräften in diesem Land. Und es ist dringend notwendig, dass wir diese Maßnahme auf den Weg bringen. Ich will an dieser Stelle aber noch einen Punkt ansprechen, der im Antrag der Union komplett fehlt und der aber zentral werden wird für das Exportland Deutschland. 50% unseres BIP erwirtschaften wir durch Exporte. Allein 50% davon wieder aufs Exporten in die Europäische Union. Wir haben als Deutschland ein elementares Interesse daran, dass ein Level Playing Field für den europäischen Binnenmarkt besteht, dass der Binnenmarkt fair funktioniert. Und an dieser Stelle ist es so wichtig, dass wir ganz entschieden entgegentreten, gerade den unfairen Maßnahmen von Drittstaaten gegenüber. Wir sehen momentan massive Dumpingversuche. Es wird versucht, über Preis
Wettkämpfe, europäische Industrie, deutsche Industrie vom Markt zu verdrängen. Wir sehen das von PV über Stahl, über den gezielten Aufbau von Überkapazitäten, gerade aus China. Das dürfen wir nicht zulassen aus Deutschland. Wir müssen die Europäische Union dabei unterstützen, dass sie gegen diese Maßnahmen vorgeht. Deswegen ist es richtig, dass die Europäische Union die Anti-Dumping-Verfahren eingeleitet hat, sowohl im Solarbereich, im Automotive-Bereich. Und ich freue mich sehr, dass wenn alle diejenigen, die gerade die Wirtschaftswende jetzt hier fordern, wenn sie die Kommission dabei unterstützen, dass sie gegen diese unfairen Wettbewerbsverzerrungen vorgeht. Denn das ist zentral für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ich komme zum Ende. Dieses Land hat Enormes geleistet in den letzten 2 Jahren. Die große Abhängigkeit vom russischen Gas ist überwunden. Wir haben gemeinsam geschafft, dass die Lichter nicht ausgegangen sind. Und jetzt gehen wir konsequent den Weg der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit weiter. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Sandra Netzer war das, die wirtschaftspolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, in dieser Debatte über einen Antrag der Unionsfraktion Wirtschaftswende jetzt, Sofortprogramm für die deutsche Wirtschaft. Und zu diesem Antrag spricht jetzt Reinhard Huben aus der FDP-Fraktion und auch er ist wirtschaftspolitischer Sprecher. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, warum haben wir uns dafür eingesetzt, dass dieser Antrag nicht befasst wird? Weil wir eigentlich verhindern wollten, dass Sie sich hier blamieren von der Union. Meine Damen und Herren, Sie machen diesen Vorwurf, mache ich Ihnen schon lange, Sie machen in Ihren Anträgen einfach handwerklich keine gute Arbeit. Wenn Sie einen Antrag vorlegen mit Datum vom 10.04., in dem Sie Forderungen aufstellen, die im ersten Quartal erledigt sein sollen, muss ich fragen, ist das sauberes politisches Handwerk? Wenn in dem Antrag steht, wir müssen etwas erledigen bis Ostern, sollen wir also noch ein Jahr warten, Frau Klöckner? Ist das die entscheidende Frage? Weiß nicht, Frau Präsidentin. Die Frage stelle ich jetzt gerade, ob Sie diese entscheidende Frage zulassen wollen von Na, Frau Klöckner. Selbstverständlich doch. Frau Klöckner, Sie haben das Wort. Ich freue mich sehr, Herr Huben, dass ich Ihnen da behilflich sein kann. Sie wissen, dass der Antrag in der ersten Lesung im Deutschen Bundestag war. Und das war noch vor der Chance, vor Ostern, dass Sie es umsetzen konnten. Dann kam der Antrag in den Ausschuss. Und in diesem Ausschuss haben Sie ihn abgebügelt und weitergeschoben. Und deshalb haben wir ja Folgendes gemacht, um Sie mitnehmen zu können. Wir haben bei diesem Antrag eine Einleitung geschrieben. Und bei dieser Einleitung wird dann klar, dass wir diesen Antrag wortgleich eingebracht haben, um das zu verdeutlichen. Und deshalb, lieber Herr Huben, bis Ostern, man sieht, Sie haben diese Frist verstreichen lassen. Sie hätten es einfach machen können. Und im Übrigen, Sie haben noch eine Chance. Das orthodoxe Osterfest ist am 5. Mai. Ja, ja, Frau Klöckner, vielen Dank, dass Sie sich da so gut auskennen. Ich bin Protestant, deswegen halte ich mich immer an mein Ostern. Aber wissen Sie, wenn Sie in der Lage sind, einen solchen Antrag zu kopieren und um einen Satz zu erweitern, müssten Sie eigentlich auch in der Lage sein, diese handwerklichen Fehler auch zu beseitigen. Das müsste meiner Meinung nach auch möglich sein. Aber ich komme gerne von den Formalien hin zu den inhaltlichen Dingen. Also wir verfolgen das ja mit großem Interesse, wie die Union immer wieder Wirtschaftsanträge einbringt. Da haben wir so eine Excel-Datei und verfolgen immer, wann kommt was wieder. Also Sie hatten im September einen Antrag, da waren 5 von den Forderungen, die Sie heute stellen, auch schon drin. Und was Sie nie machen, und das ist ein Vorwurf, den muss ich Ihnen wirklich machen. Es sind ja einzelne Punkte dabei, da hätte weder die Ampelfraktion noch wahrscheinlich Sie ein Problem, das im Einzelnen zu beschließen, wenn an der jeweiligen Forderung auch ein Preisschild wäre, und wir dann von Ihnen eine Antwort bekämen, wie wir im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten, die nun auch durch Karlsruhe ein wenig eingeschränkt worden sind, wie wir dann diese Einzelmaßnahme tatsächlich umsetzen können. Diese Antwort bleiben Sie in Ihren Anträgen historisch immer schuldig. Natürlich ist es wünschenswert, Sie schreiben es unter 5, steuerliche Entlastung für Unternehmen bis auf ein Niveau von 25%.
nehme an, Kollege Markus Herbrand wird spätestens uns sagen, was das für ein Betrag ist pro Jahr. Nur ich sehe im Moment diesen Spielraum nicht. Aber welche Subvention wollen Sie denn kürzen? Welche Steuer wollen Sie denn erhöhen, um diese Forderungen entsprechend haushalterisch abzubilden? Die Antwort müssen Sie doch schon geben, bevor Sie sagen, ja, die FDP verschiebt das, weil die einen Parteitag hat oder der Kanzler ist nicht nett genug mit den Industrie- und Verbandsvertretern. Das ist doch kein Debattenniveau. Und noch eine weitere Sache. Das finde ich halt einfach nur noch frech. Das finde ich nur noch frech. Dass Sie in diesem Antrag schreiben, dass das Lieferkettengesetz nicht kommen soll, das deutsche Gesetz, haben Sie, Herr Müller vorneweg, Peter Altmaier, Hubertus Heil in der letzten Legislaturperiode eingeführt. Auf europäischer Ebene ist mit starker Unterstützung der Kommissionspräsidentin und der Kommission durch viele, viele weitere Zugeständnisse das europäische Gesetz erst ermöglicht worden. Und dass Sie dann hier als Union antreten und sagen, das müssen wir jetzt aussetzen und abschaffen, das ist politisch einfach unglaubwürdig. Vielen Dank. Reinhard Huben war das aus der FDP-Fraktion. Und jetzt haben wir auch noch ein bisschen was gelernt über diverse parlamentarische Prozedere, wenn das der Plural sein sollte. Es ist ja in der Tat ein Antrag, den die Union hier vorlegt, der schon mal im Parlament gewesen ist, der auch schon im Ausschuss gewesen ist, der auch schon mal abgestimmt wurde und der eigentlich heute zurückgewiesen werden sollte oder zurückgewiesen worden wäre, wenn er denn in dieser Form auch wieder hier im Parlament erschienen, auf der Tagesordnung gelandet wäre. Aber man hat dann das gestrichen und wie wir von Julia Klöckner erfahren haben, hat man den Antrag leicht modifiziert und deshalb hier nochmal neu ins Parlament eingebracht. Und deswegen wird es am Ende dieser Debatte dann auch nochmal eine kurze Abstimmung darüber geben, ob dieser Antrag dann trotzdem heute abgestimmt wird und dann natürlich keine Mehrheit finden würde, genauso wenig, wie wenn er dann nochmal in den Ausschuss überwiesen würde. So, viele Konjunktive, deswegen gehen wir ganz fix zurück in die Debatte und da spricht Hans-Jörg Durz aus der Unionsfraktion. Und nach außen klar kommuniziert. Der Mut hat sich gelohnt. Nach zwei weiteren, nun aber sehr überzeugenden Spielen, hat sich die Stimmung im Land komplett gedreht. Das Vertrauen in die Wettbewerbsfähigkeit unseres Teams ist wieder da. Und so einen Comeback-Plan brauchen wir auch für unsere Wirtschaft. Wir brauchen endlich eine Wirtschaftswende. Dazu muss eine Person an der Spitze mutig vorangehen, muss entschlossen entscheiden und klar kommunizieren. Aus großer Sorge um die Lage der deutschen Wirtschaft haben Friedrich Merz und Alexander Dobrindt Anfang Februar einen Brief mit 12 Sofortmaßnahmen an den Bundeskanzler geschrieben. Eine Antwort haben sie nicht erhalten. Bis heute nicht. Enttäuschend. Natürlich, das Niveau unserer Volkswirtschaft ist immer noch hoch. Was uns aber Sorgen machen muss, ist die Entwicklung. Das geringe Wachstum. Unser Wohlstand ist Gefahr. Wir sind Schlusslicht in Europa, Schlusslicht unter den Industrieländern. Auch andere Länder haben Herausforderungen und können damit ganz offensichtlich besser umgehen. Der Bundeswirtschaftsminister spricht von einer dramatisch schlechten Lage und musste seine eigene Prognose für 2024 von 1,3% auf 0,2% nach unten korrigieren. Null Wachstum. Deutschland ist seit 2022 nicht mehr gewachsen. Das bedeutet nichts anderes wie 2 Jahre Stillstand. Der BDI-Präsident spricht von 2 verlorenen Jahren. Das schreit doch nach einer Antwort, nach einer Reaktion. Das schreit nach einer Wirtschaftswende. Die Unternehmen und die Verbraucher haben das Vertrauen in die Zukunft verloren. Und zwar wegen ihrer Politik. Das beste Beispiel ist immer wieder das Heizungsgesetz. Und weil wir dringend eine Wende brauchen, bringen wir unser Sofortprogramm seit Monaten immer wieder ein. Denn wir müssen jetzt handeln, um unsere wirtschaftliche Substanz auch zu erhalten. In der Lesung des Antrages, dessen zweite, dritte Lesung wir eigentlich heute
halten wollten. Im Februar haben sämtliche Ampelredner auf das Wachstumschancengesetz verwiesen. Laut Institut der deutschen Wirtschaft sorgt dieses Gesetzchen für gerade einmal 0,05% Wirtschaftswachstum. Die bitter nötigen Wachstumsimpulse lassen weiter auf sich warten. Um Vertrauen zu schaffen, ist weit mehr notwendig. Und dann loben Sie immer Ihre Leistungen bei der Bürokratieentlastung. Nur, da ist bisher schlicht so gut wie nichts passiert. Letzten Sommer hat Ihnen unsere Wirtschaft über 440 ganz konkrete Vorschläge zur Bürokratieentlastung vorgelegt. Übernommen wurden davon gerade einmal 11 und umgesetzt sind davon bis heute 0. Weil Sie es noch nicht einmal schaffen, dieses Bürokratieentlastungsgesetz dem Deutschen Bundestag zuzuleiten. Das schafft kein Vertrauen. Immerhin hat der Bundesfinanzminister mittlerweile eine ganze Reihe von unseren 12 Punkten aus unserem Sofortprogramm übernommen. Von der steuerlichen Entlastung von Arbeit bis zur Rückabwicklung des Bürgergeldes. Nur zeigen die Reaktionen Ihrer Partner ein weiteres Mal die Zerstrittenheit innerhalb der Ampel. Und auch das schafft kein Vertrauen. Und Herr Huben, wenn Sie die Gegenfinanzierung des Preisschilds kritisieren, dann wird Ihnen wahrscheinlich Ihr Parteivorsitzender und Bundesfinanzminister erklären, wie die Maßnahmen, die er von unserem Papier übernommen hat, gegenfinanziert werden. Unser Sofortprogramm ist sicher nur ein Anfang. Neben den konjunkturellen Problemen müssen wir auch die strukturellen Wettbewerbsfähigkeit angehen. Aber unser Sofortprogramm ist ein guter Anfang. Und wir müssen jetzt handeln. Der Bundeskanzler muss endlich den Ernst der Lage erkennen, das Heft des Handels in die Hand nehmen und nicht die Sorgen der Wirtschaft mit dem Klagelied eines Hamburger Kaufmanns abtun. Diese Einstellung und diese Einschätzung färbt ganz offensichtlich auch auf die SPD ab, wie wir heute gehört haben. Never change a winning team ist eine bekannte Fußballerweisheit. Das bedeutet aber auch, wenn die Tabellensituation eindeutig ist, Schlusslicht in Europa. Wenn die Entwicklung eindeutig ist, die Regierung korrigiert ihre eigenen Prognosen nach unten. Und wenn sie dann nicht einmal die Kraft zu einer Reaktion haben, dann muss die Mannschaft hinterfragt und dann muss natürlich vor allem die Trainerfrage gestellt werden. Vielen Dank. Als nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Sebastian Rohloff. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Dutz, ich wurde kurz nervös. Ich hatte befürchtet, Sie gehen auch noch auf die Bundesliga-Situation ein. Ich danke, dass Sie mir das erspart haben und wir das mit anderen Fußballvergleichen sozusagen weitermachen konnten. Bei der Lektüre Ihres Antrags, die mich zugegebenermaßen wegen der Wiederholung, Kollege Huben hat es erwähnt, ein bisschen ermüdet hat, musste ich an Johann Wolfgang von Goethe denken. Getretener Quark wird breit, nicht stark. Und das passt ganz wunderbar, weil den kenne ich aus dem Deutschen. Mein Deutschunterricht war in den 90ern und aus denen haben Sie offensichtlich nicht nur Herrn Merz ausgegraben, sondern auch die Politik der sozialen Kälte. Der Professor aus Heidelberg lässt grüßen. Ihre Konzepte sind die alten und dementsprechend ist es gut, dass Sie im Moment keine Verantwortung für die Wirtschaft in diesem Land tragen. Und man kann Ihnen nicht vorwerfen, dass Sie nicht sagen, was Sie machen wollen. Überstunden fördern, die Zeiterfassung abschaffen und damit unbezahlte Mehrarbeit fördern, Rentner wieder in Arbeit bringen. Sie verreißen das Bürgergeld seit Monaten. Sie wollen Steuerentlastungen für Unternehmen, für Landwirte, die Stromsteuer, alles nicht gegenfinanziert. Und die ganz alte Leier des Bürokratiemoratoriums für die weitere Legislatur, die einem Einstellen jeder politischen Arbeit gleichkommen würde, ist das, was Sie immer bringen. Das ist kein Konzept.
Und das hilft jetzt auch niemandem. Aber ja, ich bin bei Ihnen. Wir brauchen Maßnahmen zur Dynamisierung jetzt. Wir brauchen Konjunkturanreize. Die SPD hat dazu einen 10-Punkte-Plan vorgelegt. Die Grünen und die FDP ebenfalls. Und ich habe auch die klare Erwartung an die Regierung, dass wir hier schnell zu Ergebnissen kommen und das schnell auf den Weg bringen. Wir haben vorgeschlagen, die Energienetze stärker auszubauen mit größerer staatlicher Beteiligung. Wir wollen in die wirtschaftliche Stärke unseres Landes investieren, insbesondere in die Infrastruktur, in Straßen, Schulen, Netze, Verwaltung, Wohnungen. Wir brauchen kurzfristige Konjunkturimpulse. Und hier insbesondere kann man kurzfristig mit verbesserten Abschreibungsmöglichkeiten und Investitionsprämien schnell Erfolge erzielen. Und ich bleibe dabei, die energieintensive Industrie braucht besondere Unterstützung. Und hier wäre ein Transformationsstrompreis über unsere getroffenen Maßnahmen hinaus eine sinnvolle Möglichkeit. Und wir sehen, dass verstetigte Investitionsförderung essentiell ist, wenn wir uns angucken, was passiert ist, wenn man eine Industrie alleine lässt, am Beispiel des Ausbaus der Solarenergie. Stichwort Altmaier-Delle, Grüße von Ihrer Wirtschaftskompetenz. Und aus diesen Fehlern haben wir gelernt und müssen wir lernen. Und wir werden zum Beispiel mit Blick auf die aktuelle Investitionszurückhaltung in der Automobilindustrie den Markt nicht alleine lassen und die Branche weiter aktiv begleiten. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass wir nach dem Auslaufen des Umweltbonuses über andere Förderungsmethoden nachdenken müssen, Steueranreize etc. Hier haben wir viele gute Ideen in den Ampelparteien. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir das sehr schnell zusammen auf den Weg bringen würden. Das hilft uns weiter, Ihr Antrag leider nicht. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Dr. Malte Kaufmann. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Minister, liebe Bürger! Die Kollegen von der Union legen heute einen Antrag zur Wirtschaftspolitik vor, der in die richtige Richtung weist, nämlich weg von immer mehr grüner Gängelung und hin zu Freiheit und zur Eigenverantwortung. Der Irrweg in die grüne Planwirtschaft wurde allerdings nicht erst mit der Ampel beschritten, sondern bereits durch die unionsgeführten Bundesregierungen in den Jahren zuvor. Insofern ist es gut, wenn bei Ihnen nun allmählich die Einsicht einkehrt, dass dieser Weg in die genau falsche Richtung führt. Sie fordern einige Punkte hier in Ihrem Antrag, beispielsweise eine gewisse Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Richtig so, passt zur modernen Arbeitswelt, da können wir mitgehen. Ebenso auf volle Zustimmung bei uns trifft Ihr Vorschlag, die Stromsteuer auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Und natürlich müssen auch die absurd hohen Netzentgelte runter. Allerdings muss man dann eben auch so ehrlich sein und sagen, dass die gesamte, noch unter Merkel eingeleitete und völlig verkorkste sogenannte Energiewende nicht funktioniert. Natürlich müssen unsere Stromnetze an den Bedarf angepasst werden. Das geht nur mit einem vernünftigen Energiemix unter Einbeziehung moderner Kernkraft, so wie es auch viele Länder inzwischen machen, auch unsere Nachbarländer wie Frankreich. Das gehört dazu. Moderne Kernkraft ist dringend und unabdingbar notwendig für sicheren und günstigen langfristigen Strom. Sie erwähnen auch das sogenannte unsägliche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Sie wollen es überarbeiten oder aussetzen. Wir hingegen fordern die sofortige Abschaffung. Das ist ein unsägliches Gesetz, erzeugt Bürokratie und lähmt unsere Wirtschaft. Und Herr Huben, Sie haben richtigerweise darauf hingewiesen, dass dieses Gesetz ja aus Ihrer Ägide kommt, von der Union, von der Vorgängerregierung, von daher wirklich unglaubwürdige Politik an dieser Stelle. Und zum Thema Ehrlichkeit gehört natürlich auch und gerade dazu, den Bürgern endlich reinen Wein darüber einzuschenken, dass die gesamte sogenannte sozial-ökologische Transformation nichts anderes ist als ein linksgrünes Hirngespinst, ein gefährliches noch dazu, die uns Wohlstand kostet, die uns Freiheit kostet. Und dieses Hirngespinst muss endlich überwunden werden. Wir müssen zurück zur bewährten sozialen Marktwirtschaft. Erst wenn in Deutschland wieder gesunder Menschenverstand und darauf aufbauend Verlässlichkeit und Planungssicherheit einkehrt, wird unser Land
aufatmen. Ihr Antrag weist in die richtige Richtung und deshalb unterstützen wir diesen. Vielen herzlichen Dank. Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Katharina Beck. Katharina Beck ist finanzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, erlauben Sie mich zunächst auf ein paar Vorredner einzugehen. Lieber Herr Huben, es sind ungefähr 14 Milliarden, wenn man alleine eine von 12 Forderungen hier umsetzen würde, die Unternehmenssteuern von 26,4% aktuell auf 25 zu senken. 26,4% ist effektiv. Das Zweite, lieber Herr Durz, Sie haben bei Bürokratieabbau von null Maßnahmen gesprochen. Das ist einfach faktisch falsch. Im Wachstumschancengesetz haben wir mehrere Maßnahmen, eine für Kleinunternehmerinnen, die jetzt keine Umsatzsteuervoranmeldung mehr abgeben müssen, beschlossen. Und gerade kürzlich erst haben wir eine EU-Richtlinie umgesetzt, von der 52.000 Unternehmen profitieren, die jetzt weniger Berichtspflichten haben. Und auch darüber darf man mal erzählen hier. Und lieber Jens, wenn du hier reinrufst nach unseren Bund-Länder-Beratungen zum Wachstumschancengesetz und sagst, ja, mach doch beim Thema Abschreibungen und beim Thema Investitionsprämie Richtung dem Kollegen Sebastian Roloff, dann muss ich ein bisschen schmunzeln, denn die degressive Abschreibung gemacht haben wir beschlossen. Und das Zweite, die Investitionsprämie, da warst du sehr stark mit dabei, die ist unter anderem an euch gescheitert und an den Bundesländern. Wir wollten sie machen und ihr habt sie verhindert und ihr habt auch ganz klar gesagt, dass ihr gar keine Tax Credits in dieser Legislatur haben wollt. Nun kommen wir zum Thema, um das es eigentlich geht. Und liebe Frau Klöckner, ich bin bei Ihnen. Es gibt Anlass zur Sorge. Es gibt Anlass zur Sorge, weil ich möchte auch, dass dieses Land wieder mehr wächst, dass es hier mehr pulsierende, florierende Wirtschaft gibt. Aber Kollegin, was mich sehr wundert, ist, dass wir gar nicht über das Thema Sorge, Ukraine, Angriffskrieg und was das alles mit unserer gasabhängigen Wirtschaft gemacht haben und wie wir das geschafft haben, erstmal überhaupt zu retten und dass wir es überhaupt geschafft haben, nur eine kleine Delle zu bekommen und uns jetzt wieder zu erholen. Das war eine Kraftanstrengung und die muss gewürdigt werden und es muss Sorge machen, was da noch bevorsteht in der Ukraine, in Putins schrecklichem Angriffskrieg. Liebe Kollegin, ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung? Das heißt, die Uhr läuft jetzt trotzdem weiter, aber das werden wir gleich klären. Aus der CDU-CSU-Fraktion. Von Herrn Dr. Wiener lasse ich das gerne zu. So. Frau Beck, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Ich frage, weil ich das jetzt zum zweiten Mal gehört habe, wie soll so eine Unternehmenssteuerreform finanziert werden? Was aber nie vorkommt in Ihren Argumenten und auch beim Herrn Huben nicht, ist, dass solche Unternehmenssteuerreformen natürlich Selbstfinanzierungseffekte haben. Darum geht es doch. Ja, wir wissen das alle volkswirtschaftlich von der Lafferkurve. Ja, wenn die Steuersätze zu hoch sind, dann haben Sie keine Steuereinnahmen mehr. Wieso denken Sie immer so kameralistisch, so auf ein Jahr begrenzt? Und warum denken Sie nicht mal ein bisschen dynamischer und sagen, wenn wir einen Steuersatz haben hier von 25%, der international wettbewerbsfähig ist, dann haben wir diese Selbstfinanzierungseffekte. Darum geht es doch. Nicht darum, dass das in einem Jahr eins zu eins ausgeglichen ist. Also bitte mal den Blick ein bisschen weiter in die Zukunft richten. Herr Dr. Wiener, Sie sprechen ja einen sehr validen Punkt an. Auch ich möchte die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Und Steuern sind ein Aspekt davon. Allerdings, wenn man fair ist und sich die ganzen Wettbewerbsfähigkeitsindizes anguckt, dann hat die Relevanz von Steuern, was ich schade finde als auch steuerpolitische Sprecherin, aber nur ungefähr eine Gewichtung von 3%. Trotzdem ist es wichtig, ein attraktives und auch bürokratiearmes Steuersystem zu haben. Da bin ich komplett bei Ihnen. Nur wenn wir jetzt mal schauen, was die konkrete Forderung ist und uns mal reinversetzen in die Situation, dass dieser Bundestag jetzt Ihr Gesetz beschließen würde, dann hätten wir dort Mindereinnahmen, ja, genau in diesem Jahr und im nächsten von 40 bis 50 Milliarden Euro. Und gleichzeitig himmeln Sie die schwarze Null und deren Einhaltung ein. Und gleichzeitig haben wir schon ohne diesen Beschluss eine Haushaltslücke gerade von um die 25 Milliarden Euro. Und das wird für mich kein Schuh draus. Noch dazu, dass Ihre Ministerpräsidenten in den Ländern diese Steuersenkung sicherlich nicht mittragen würden, wenn Sie schon bei den kleinen 7 Milliarden vom Wachstumschancengesetz mit dazu beigetragen haben, dass die auf 3 runtergegangen sind, weil Sie die Steuersenkung
Steuersenkung nicht mittragen wollten. Und jetzt würde ich sehr gerne darauf eingehen, dass ja 5 Ihrer 12 Forderungen steuerlich sind. Und das finanzielle Unsinn, der dahinter steckt, den habe ich gerade schon benennen dürfen in der Frage. 40 bis 50 Milliarden Euro Mindereinnahmen, top zu einer Lücke gerade im Haushalt von 25 Milliarden Euro. Das ist einfach finanzpolitisch unverantwortlich. Und auch die Bundesländer werden das so nicht mittragen können. Und deswegen dürfen wir uns nicht in die Lage reinversetzen, dass diese CDU-CSU jetzt Verantwortung übernimmt in diesem Land. Und das Zweite, wenn wir uns das auch mal technisch angucken, es gibt einen Widerspruch zwischen dem Thema 12, Bürokratie abbauen und Moratorium, nichts Neues, was Bürokratie schafft, und dann möchten Sie eine ziemlich komplexe bürokratische Angelegenheit einschaffen mit dem Thema Steuerfreiheit von Überstunden. Das passt einfach nicht zusammen. Wie genau wollen Sie das machen? Und ein Thema, das dabei auch noch vorkommt, wo ich eigentlich immer dachte, dass die CDU-CSU da weiter wäre, aber es scheint Sie nicht zu interessieren, es ist eine krasse Benachteiligung von Teilzeitarbeit, weil da wäre es dann nicht möglich. Und wie wollen wir das denn hinbekommen, dass es in Deutschland attraktiver wird, wieder Familien zu gründen, wenn wir das so benachteiligen, dass man Teilzeit arbeitet? Deswegen, da wird einfach auch technisch, auch gesellschaftspolitisch bei Ihnen in diesem Vorschlag kein Schuh draus. Und ich würde gerne noch ergänzen, dass wir schon vieles gemacht haben. Und das Thema landwirtschaftliche Steuern kommt bei Ihnen ja auch immer noch vor. Da ging es um 0,5 Milliarden, da ging es um Agrardiesel. Da hatten Unternehmen bis zu 3.000 Euro im Jahr an Geld einsparen können. Wir haben 50 Maßnahmen im Wachstumschancengesetz beschlossen. Davon auch die 7G-Änderung für kleine und mittlere Unternehmen, Investitionsanreize, Verdoppelung von Sofortabschreibungsmöglichkeiten. Da kann man, wenn man nur einen kleinen Traktor von ungefähr 100.000 Euro kauft, bis zu 12.000 Euro im Jahr an Steuererleichterung haben. Das Vierfache von dem. Und Sie haben sich dagegen gestellt, plus die anderen 49 Maßnahmen im Wachstumschancengesetz, nur um dieses klitzekleine Agrardieselaspektchen durchzubekommen. Das ist einfach auch unverantwortlich und populistisch. Und ich bin froh, dass wir die Verantwortung in diesem Land tragen. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Katharina Beck war das in dieser Debatte, die auf einem Antrag der Unionsfraktion beruht. Wirtschaftswende, jetzt Sofortprogramm für die deutsche Wirtschaft, ist er überschrieben. Und er war schon mal im Parlament, er war auch schon mal im zuständigen Ausschuss, aber ist jetzt mit einer leicht veränderten Einleitung noch mal ins Parlament eingebracht worden. Und dazu äußert sich jetzt Gerald Ulrich aus der FDP-Fraktion. Den CETA-Antrag von uns zehnmal von der Tagesordnung genommen und haben ihn nicht wieder aufgesetzt. Erst wir konnten das, die Union, erst wir konnten CETA dann beschließen. Und Herr Merz, eines muss ich Ihnen auch sagen. Sie haben im März 2022 gefordert, kein russisches Gas mehr zu verwenden, und zwar sofort. Das wäre der Liquidation der deutschen Wirtschaft gleichgekommen. Das kann ich Ihnen sagen. Was mich dazu führt, dass wir natürlich die Fesseln unserer Wirtschaft lösen müssen. Christian Lindner hat ja in der Vergangenheit immer klar betont, dass die deutsche Wirtschaft stark werden muss, um ein stabiles Wachstum zu haben. Denn Wachstum ist nun mal die Grundlage für einen Wohlstand. Die Senkung der Wachstumsprognose auf 0,2% ist für uns alarmierend. Denn im Herbst war sie noch bei 1,3%. Und mir fehlt irgendwo der Blick auf die äußeren Faktoren, die dort so ohne weiteres dazu geführt haben. Die deutsche Wirtschaft hat zurzeit mit unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen, das ist so, weshalb es so auch nicht bleiben kann. Veränderung ist das, was wir jetzt wirklich brauchen. Die Attraktivität des Wettbewerbs der Wirtschaftsstandort Deutschland muss weiter garantiert werden. Nur eine solide Wirtschaft kann den Wohlstand in diesem Land auch langfristig garantieren. Zu meinem großen Bedauern hat der Jahresbericht der Europäischen Kommission über den Binnenmarkt und die Wettbewerbsfähigkeit verdeutlicht, dass es konkrete Verbesserungen braucht, um den wirtschaftlichen Erfolg auch in Deutschland zu erhalten. 5 von 17 Leistungsindikatoren sind gesunken. Erstens muss das Risikokapital zur Gewährleistung der Finanzierung von Unternehmen verfügbar sein. Die Politik muss deshalb einen direkten Zugang zu privaten Finanzmitteln gewährleisten. Auch die Ausgaben für Forschung und Wachstum müssen weiter intensiviert werden. Doch mit Verlaub, gerade die Union war es ja, die über das Wachstumschancengesetz die ganze Zeit verhindert hat, dass wir genau das tun können.
Dafür war nämlich das Wachstumschancengesetz unter anderem gedacht. Außerdem führen die steigenden CO2-Preise, das Gesetz haben auch Sie eingeführt, sowie die Kosten für den Netzausbau in Deutschland und Europa zu hohen Strompreisen, unabhängig von den Steuern. Es gilt somit, sich konsequent diesem Thema zu widmen und die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Aus dem Bericht gehen außerdem die schlechten Werte in Deutschland bei den PISA-Testergebnissen hervor. Und hier müssen wir uns wirklich Gedanken machen, ob unser föderales Bildungssystem auch im Hinblick auf die Wirtschaft weiterhin so ohne weiteres bleiben kann oder ob wir in Zukunft nicht hier auch andere Prämissen setzen müssen. Zuletzt bedauere ich es sehr, dass unser Anteil als Exportnation mit Blick auf die Ausführung von Waren und Dienstleistungen in andere Weltregionen geschwächt ist. Wir müssen aufpassen, dass wir uns hier mit CBAM nicht selbst ein Bein stellen. Meine Damen und Herren, eines steht fest, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Wir brauchen Veränderungen. Vielen Dank. Gerald Ulrich war das für die FDP-Fraktion. Und die Kolleginnen und Kollegen an den Kameras haben es Ihnen eben schon gezeigt. Die Sitzungsleitung liegt jetzt natürlich bei Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau. Und die ist wegen einer Sprunggelenksverletzung nach wie vor hier im Rollstuhl unterwegs. Nächster Redner am Pult, Tilman Kuban für die Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vor einigen Wochen sprach mich der Chef eines großen mittelständischen Chemieunternehmens aus Niedersachsen an. Er berichtete mir, dass die Produktion von Methylenchlorid und von Chloroform in einer Anlage in Stade geschlossen würde und die Produktion nach Texas verlagert wird. Die Gründe? Zu hohe, nicht wettbewerbsfähige Energiekosten und immer neue Regulatorik gegen Produkte, die im Bereich der Chemikalienproduktion notwendig sind. Nun werden einige sagen, was geht mich das an? Andere aus den grünen Kreisen sagen vielleicht sogar, eine Industrieanlage weniger ist doch toll fürs Klima. Ich sage Ihnen, diese hergestellten Produkte sind der Grundstoff für die Krebsmedikamente, aber auch, liebe Grüne, für die Wärmepumpen. Und die Konsequenzen dieser Abwanderung sind weniger Arbeitsplätze und weniger Steuereinnahmen, mehr Abhängigkeit von China bei Medikamenten und die Wärmeproduktion in Deutschland wird wegen fehlender Vorprodukte immer teurer. Dies ist nur ein Beispiel aus meiner niedersächsischen Heimat. Aber so wie Olin geht es auch vielen anderen Industriebetrieben. Und die Zahlen sprechen dort eine deutliche Sprache, Herr Westphal. Nur noch mickrige 0,1% Wirtschaftswachstum, seit Jahresbeginn Ankündigungen von 50.000 Arbeitsplätzen, die abgebaut werden sollen. Und noch nie haben so viele ausländische Unternehmen in Deutschland so wenig investiert. Jede Woche 2 Milliarden Euro Nettoabfluss aus Deutschland. Und wenn dann bei Lilly, was richtig ist, 2 Milliarden investiert werden, dann reißt das halbe Kabinett an. Das ist doch nicht die Realität in diesem Land. Und dann, aber nicht in Deutschland, Herr Westphal. Das ist der Unterschied. Und dann stellt sich der Minister Habeck noch hin und sagt, es sind nur die Zahlen schlecht. Ich sage Ihnen, träumen war gestern, willkommen in der Realität. Es ist Zeit für eine andere Wirtschaftspolitik. Und Ihre Antwort ist dann regelmäßig in den Debatten, das geht alles nur mit mehr Geld und mit mehr Schulden. Dabei verzeichnet Deutschland momentan Rekordsteuereinnahmen. Wir haben in diesem Land kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabeproblem. Und die Arroganz der jetzigen Politikergeneration Ampel, die Aufweichung der Schuldenbremse zu fordern, ist am Ende nicht zu dulden. Denn wer von Ihnen garantiert mir eigentlich, dass wir in 15 oder 20 Jahren in meiner Politikergeneration nicht vor viel größeren Problemen stehen? Sie sind nicht bereit, die wahren Probleme in diesem Land zu lösen. Ein zu hoher Steuerzuschuss zur Rente, ein Übermaß an Klimaschutzmaßnahmen, kein Ende der illegalen Migration und die Träumerei von Wohlstand ohne Leistung mit 4-Tage-Woche und Glücksbib. Das sind doch die Probleme, die Sie in dieser Zeit anzugehen haben. Und Sie versuchen es mit dem Deckmantel, wir tun ja was Gutes für die junge Generation. Wir wollen deswegen die Schuldenbremse lockern und deswegen am Ende noch mehr Geld ausgeben. Ich sage Ihnen, kümmern Sie sich um die wahren Baustellen und hören Sie endlich auf mit diesen Märchen. Und dann, Herr Huben, sprechen Sie bei unserem Antrag von einem Preisschild.
Drei von 12 Maßnahmen in diesem Paket, was wir vorlegen, kosten Geld. Die anderen sind kostenfrei oder bringen sogar noch zusätzliche Steuereinnahmen. Denn wenn eine Überstunde steuerfrei ist, dann wird sie auch gemacht. Heute lässt sich doch keiner eine Überstunde auszahlen, die wird nämlich abgebummelt. Wenn bei Bürgergeldempfängern 20-30% erwerbsfähig sind und arbeiten könnten und wir es nicht tun, sie zu motivieren und die Akzeptanz der arbeitenden Bevölkerung dabei aufs Spiel stellen. Liebe Frau Beck, da gäbe es die Möglichkeit, wenn wir nur jeden vierten Bürgergeldempfänger in Arbeit bringen würden, dann hätten wir bereits 30 Milliarden Euro mehr im Haushalt und wir könnten damit deutlich mehr gegenfinanzieren. Und wenn Rentner steuerfrei dazu verdienen können, dann würden sie es auch machen, weil es sich am Ende lohnt, sie noch mal wieder weiterzumachen. Und wenn Unternehmer die dringend benötigten Fachkräfte dank des Bürokratieabbaus für produktive Tätigkeiten einsetzen können, dann würde auch Wertschöpfung entstehen, weil heute müssen sie immer mehr für umfassende Dokumentation und langwierige Genehmigungsverfahren eingesetzt werden. Wir reichen Ihnen heute konkret die Hand. Lassen Sie uns erstens in einem ersten Schritt des Bürokratieabbaus das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz aussetzen. Denn solange die europäischen Regelungen noch nicht da sind, sollen wir doch mal ehrlich sein, die Berichtspflichten allein auf dem Rücken der Unternehmerinnen und Unternehmer abzuwälzen, ist falsch. Lassen Sie uns als Ziel ausgeben, mit den Partnern in der Welt mehr Freihandelsabkommen auf Augenhöhe statt mit dem moralischen Fingerzeig zu Ende zu bringen und bis zum Ende der Legislaturperiode 4 Freihandelsabkommen mit Mercosur, mit Indien abzuschließen und alle gemeinsam daran zu arbeiten. Und lassen Sie uns mit einem nationalen Energiekonsens dafür sorgen, dass Energiepolitik sich nicht alle 4 Jahre ändert, denn dann gibt es in der Tat keine Planungssicherheit, aber beim Netz Ausbau bei nötigen Kraftwerken, bei der CCS- oder CCU-Technologie, wie auch beim Wasserstoffkernnetz oder der Senkung von Energiepreisen, braucht Deutschland keine Ampel-Alleingänge, die in einem Jahr wieder Geschichte sind. Deutschland ist stark und wir haben wahnsinnig schlaue Arbeitnehmer und Tüftler in diesem Land. Ich will Ihnen nur eins sagen, ich möchte, dass die Industriearbeitsplätze in diesem Land erhalten bleiben, denn das Beispiel, was ich am Anfang gebracht habe, zeigt auch, wenn wir Industriearbeitsplätze in diesem Land auf den Prüfstand stellen, wenn Industriearbeitsplätze in diesem Land abwandern, dann verlieren wir damit auch möglicherweise einen Wähler aus dem demokratischen Spektrum, weil sie extrem gut bezahlt sind. Und ich will nicht, dass diese Populisten von rechts und von links hier am Ende mehr Zuspruch erhalten. Deswegen lassen wir uns alles dafür tun, dass die Industrie in diesem Land bleibt. Vielen herzlichen Dank. Tilman Kuban für die Unionsfraktion, unter anderem mit einem Blick in die Zukunft. Und Perspektivisches scheint ihm zu liegen, denn seinem Eintrag auf den Bundestagsseiten ist zu entnehmen, dass er von 2015 bis 2017 Nachwuchs-Scout für Hannover 96 war. Hier geht's weiter mit Hannes Walter aus der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kuban, Sie versuchen das immer wieder, die Bürgergeldempfänger hier als faul hinzustellen und verkennen dabei, dass jeder Fünfte im Bürgergeld auch arbeitet und aufstocken muss. Und das müssen Sie auch mal zur Kenntnis nehmen. Und ich bin dankbar, dass Sie an diesem Pult auch noch mal gesagt haben, dass jeder, der sein Leben lang arbeitet, am Ende vielleicht doch nicht seine Rente verdient hat und die nicht gesichert werden soll. Das ist mit der SPD und der Ampel nicht zu machen. Und ich habe auch den Antrag gelesen, Zeit, die man hätte besser nutzen können. Viele Kolleginnen und Kollegen sind schon darauf eingegangen, auf den Inhalt. Wenn das Ihr wirtschaftspolitischer Masterplan ist, dann können wir den Antrag ohne schlechtes Gewissen noch eine ganze Weile schieben. Die wirtschaftspolitische Situation in Deutschland kann deutlich besser sein. Wir arbeiten daran, gute Gesetze zu machen, um die Wirtschaft, natürlich weiß Herr Westphal davon, der macht ja mit an den guten Gesetzen. Wir haben auch schon viele gute Gesetze umgesetzt, zur Aus- und Weiterbildung, zur Fachkräftesicherung, zur Deckelung von Strompreisen für das produzierende Gewerbe, Förderung von Start-ups und Gründungen und für ein modernes ERP-Sondervermögen. Und das sind nur einige Vorhaben, die wir schon umgesetzt haben.
Sachen wie das Wachstumschancengesetz wurde schon angesprochen. Zuerst von der Union stark reduziert, dann ewig blockiert. Jetzt kann es endlich losgehen. Da muss man sich schon fragen, wer steht eigentlich an der Seite der Unternehmen in diesem Land? Das sind wir von der SPD und der Ampel. Und da Frau Glöckner auch noch nach Fakten gefragt hat, ich habe mir die Zahlen zum Wirtschaftswachstum 2023 auch angeguckt. In Deutschland minus 0,3%, das hatten wir schon gesagt. Schleswig-Holstein minus 1,1%, NRW minus 1,0%, Mecklenburg-Vorpommern plus 3,3%, Brandenburg plus 2,1%. Da, wo die SPD auch in den Ländern regiert, wächst auch die Wirtschaft. Und auch in diesem Jahr hat die Bevölkerung wieder die Chance, Wirtschaftswachstum zu wählen zur Europawahl und zu den Landtagswahlen. Und ich möchte auch noch mal auf die guten Beispiele abstellen. Da brauchen wir nur hier über die Landesgrenze von Berlin nach Brandenburg zu gucken. Es ist viel Bewegung in Brandenburg. Dafür sorgt nicht nur der Strukturwandel, der mit Rekordsummen unterstützt wird, sondern auch viele Großansiedlungen. Es gibt aber noch weitere positive Beispiele. Wir haben Industrieunternehmen mit exzellenten Fähigkeiten, wie zum Beispiel Rolls-Royce in Dahlewitz im Wahlkreis meiner Kollegin Silvia Lehmann. Das Unternehmen ist der einzige zertifizierte Triebwerkshersteller Deutschlands. Seit 1933 fertigt Rolls-Royce in Dahlewitz Flugzeugtriebwerke der Spitzenklasse, will weiter investieren und hat über 2400 Beschäftigte vor Ort. Tarifgebunden. Sehr gut, danke für den Hinweis, Sebastian. Von der innovativen Produktion in Dahlewitz konnten wir uns auch kürzlich erst selbst überzeugen mit Sebastian Roloff und Alexander Bartz. Es gibt da wirklich viel Gutes zu sehen. Brandenburg ist nicht nur in diesem Bereich Spitzenklasse. Berlin gilt zwar als Start-up-Hauptstadt Deutschlands, aber auch in Brandenburg ist einiges los, wie ich schon gesagt habe. Wir haben Unternehmen wie Enerkite, die Windkraftanlagen für erneuerbare Energien herstellen. Die können mit Lenkdrachen in niedrigen Höhen Strom erzeugen. Wir haben andere viele gute Unternehmen, nicht nur in Brandenburg, sondern auch in ganz Ostdeutschland. Wir werden auch in Zukunft die Unternehmen weiterhin im Blick behalten und die Rahmenbedingungen verbessern. Vielen Dank und Glück auf. Das Wort hat der Kollege Jörg Cézanne für die Gruppe Die Linke. Und da ist der Sprecher für Wirtschaftspolitik. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Union fordert mit ihrer angeblichen Wirtschaftswende, dass die abhängig Beschäftigten zusätzliche Belastungen übernehmen sollen, damit für die Unternehmen mehr übrig bleibt. Der Druck auf Bürgergeldempfängerinnen soll erhöht werden. Es sollen Steuergeschenke für Unternehmen geben, längere Arbeitszeiten für alle und die Sozialabgaben sollen gedeckelt werden, was nichts anderes bedeutet als Kürzungen bei Gesundheitsversorgung, Pflege und Renten. Das ist keine Wirtschaftswende, das ist die Fortsetzung einer verfehlten Politik, die seit mindestens 25 Jahren hier geführt wird. Warum muss es wirklich gehen? Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind die Gaspreise für Haushalte um 2/3 und der Strompreis um 1/4 angestiegen. Was macht eine Familie, einen alleinerziehenden Haushalt mit einem derartigen Preisschock? Sie sparen bei allen Ausgaben. Kein Kino, kein Freibad oder Restaurantbesuch. Im schlimmsten Falle nicht mal mehr eine warme Wohnung oder ein warmes Essen. Diese privaten Konsumausgaben zahlen aber für fast die Hälfte der in Deutschland hergestellten Güter und Dienstleistungen. Dieses erzwungene Sparen schwächt die Konjunktur und deshalb sind höhere Löhne und Gehälter auch wirtschaftspolitisch notwendig. Auch der Mindestlohn muss entsprechend angepasst werden. Die USA und China setzen statt Haushaltskürzungen wie die Ampel
in ihrer Vernarrtheit in die Schuldenbremse, die CDU steht da ja nicht hinten an, auf massive Investitionsprogramme, insbesondere in Zukunftstechnologien einer klimaschützenden Transformation. Die Folge in den USA, die Wirtschaft wächst und erreicht fast Vollbeschäftigung. Das wäre die richtige Antwort auf die schwächelnde Wirtschaft. Richtig wäre in Deutschland ein Wohnungsbauprogramm, das diesen Namen auch verdient. Die Verbände, die IG BAU, sprechen von 50 Milliarden, die dort investiert werden müssen. Die Bundesregierung kommt mit 11 Milliarden gerade auf 68 neue Wohnungen im vergangenen Jahr. Das ist schon wirklich peinlich. Wir brauchen darüber hinaus ein Investitionsprogramm für eine zukunftsfähige und klimagerechte Industrie mit grünem Wasserstoff, umfassenden Recycling bis zu geschlossenen Rohstoffkreisläufen und neuen Produkten. Die IG Metall sieht hier die Notwendigkeit, 50 Milliarden zu investieren. Das wäre gut angelegtes Geld. Eine solche tatsächliche Wende in der Wirtschaftspolitik stärkt die Konjunktur insgesamt. Unternehmen verdienen ja auch dann am besten, wenn sie ihre Kapazitäten auslasten können und nicht brach liegen lassen müssen. Und selbst der Staat erhält zusätzliche Einnahmen, weil auch die Steuereinnahmen wieder ansteigen. Die Beschäftigten haben sichere Arbeitsplätze und gute Löhne im Austausch dafür. Das wäre der richtige Weg. Danke. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun Felix Banaschak das Wort. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen, immer wenn ich an der Ampel zweifle, gehe ich in eine Wirtschaftsdebatte der Union und weiß wieder, ist gar nicht so schlimm. Man muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen, was wir hier erlebt haben. Die Union macht wieder mal einen Antrag, in dem sie sagt, hier muss mehr ausgegeben werden, hier wollen wir weniger einnehmen, ohne auch nur ein Wort zur Gegenfinanzierung zu verlieren. Dann fragt der Kollege Huben von der FDP nach, wollen Sie nicht irgendwann was sagen, wie Sie das finanzieren wollen? Und dann auftritt Herr Wiener von der Union, jetzt denken Sie doch mal nicht so kameralistisch, Herr Huben. Wenn wir jetzt Steuermindereinnahmen haben, wenn wir doch irgendwann in der Zukunft auch wieder Steuermehreinnahmen haben durch die Effekte, die das rauskommt. Das ist die neue haushaltspolitische Realität der Unionsfraktion. Wir müssen gar keine ausgeglichenen Haushalte mehr machen. Wir nehmen jetzt einfach weniger ein, damit zukünftig mal irgendwas rauskommt. Wenn das ist, dann muss man sagen, so unseriös habe ich noch nicht mal die Linke in den letzten Jahren erlebt. Im Gegensatz zu die Haushaltspolitik der Linken ein Feuerwerk der Seriosität. Und das ist deswegen auch so spannend, weil dann auftritt Tilman Kuban, der nächste Schritt kommt. Die Ampel muss endlich mal aufhören und vor allem die Grünen und die Linken und die SPD immer nur zu sagen, wir müssen mehr Schulden machen. Noch nie gab es so viel Steuereinnahmen wie dieses Jahr. Ja, Herrgott, Herr Kuban, das passiert jedes Jahr. Aber wer nicht mal in der Lage ist, nominal von Realeffekten zu unterscheiden und gar nicht merkt, dass es automatisch mehr Steuereinnahmen gibt, wenn wir Inflation haben, selbst wenn sich nichts verändert, dann sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtiger in einer solchen Debatte sein. Und Den gleichen Fehler machen Sie in der Union ja auch immer, wenn es um Verschuldung geht. Jetzt jedes Jahr kommt die Sache, oh Gott, Rekordverschuldung und die Ampel, was macht die da eigentlich? Und auch hier wieder nicht die Fähigkeit, real von Nominaleffekten zu unterscheiden. Denn Sie müssten mal anerkennen, dass trotz aller Bemühungen in den letzten Jahren, auch in den Krisen, entsprechend die Menschen und die Wirtschaft zu unterstützen, die Schuldenstandsquote sinkt. Sie sinkt. Und Sie tun so, obwohl Deutschland das Land unter den 7 größten Industrienationen ist, mit der mit Abstand geringsten Schuldenquote, als wäre das größte Problem dieses Landes. Das Gegenteil ist doch der Fall. Ihr Antrag, Ihre Debatte kümmern sich in einer Wortgewaltigkeit mit Kurzfristeffekten und Sie sehen gar nicht, vor welchen grundsätzlichen Herausforderungen unser Wirtschafts- und Industriestandort steht. Und Sie haben den Inflation Reduction Act ja vielleicht zur Kenntnis genommen. Wir können ja noch so viel darüber diskutieren, dass wir keinen Subventionswettbewerb haben wollen, aber er ist doch schon da. Und wir können uns als Deutschland entscheiden, wollen wir den anderen dabei zugucken, wie sie nach vorne gehen, oder wollen wir selbst vorne dabei sein? Orientieren Sie sich an Ihren eigenen Ministerpräsidenten. Orientieren Sie sich an denen in Ihrer Partei, die Verantwortung für konkrete, reale Politik tragen. Vielleicht wollen Sie es ja auch irgendwann mal wieder tun. Die sagen, mehr Flexibilität bei der Schuldenbremse, eine Reform ist nötig. Orientieren Sie sich daran und nicht an Ihren Phantasmen. Vielen Dank.
Felix Banaschak war das aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und vorhin hatte ich mal gesagt, dass die Gruppe Bündnis Sarah Wagenknecht hier gar nicht vertreten sei. Das muss ich jetzt korrigieren, denn jetzt sind 50% dieser Gruppe hier durchaus anwesend. Und auch der nächste Redner kommt aus der Gruppe Bündnis Sarah Wagenknecht, nämlich Christian Laie. Und er ist auch noch Generalsekretär der Partei. Meine Damen und Herren, was wir uns heute wieder einmal ansehen können, ist eine neue Folge der Staffel Wer ist eigentlich mehr schuld? Die Ampel oder die Union? Und ich möchte nicht spoilern, aber da draußen gibt es immer weniger Menschen, die das noch interessiert. Der Plot ist immer derselbe. Auftritt Union. Sie war seit einem Dreivierteljahrhundert nicht zu Hause, kommt rein, fragt, wer schuld ist am Chaos, wo ist Konrad Adenauer und wer hat den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen? Auftritt die Ampel. Sie wäre gerne eine gute Regierung, aber die letzte Regierung war schlecht. Da kann man jetzt nichts machen und jetzt sind wir Schlusslicht unter den Industrieländern. Entschuldigung. Und in der Werbepause fragen sich die Wählerinnen und Wähler, die das Spektakel mit ihren Beiträgen finanzieren, wann werden eigentlich ihre Probleme besprochen? Und damit kommen wir zum Antrag der Union. In der Analyse haben Sie recht. Deutschland steckt in ökonomischen Schwierigkeiten. Zu wenig Investitionen, marode Infrastruktur, die Unternehmen wandern ab. Aber seien wir doch mal ehrlich, Sie fordern keine grundsätzlich bessere Wirtschaftspolitik als die, die gerade stattfindet. Sie fordern etwa die Subventionsstreichung bei den Bauern zurückzunehmen. Gut so, wollen wir auch. Aber wie wollen Sie das gegenfinanzieren? Weil im gleichen Antrag fordern Sie Steuersenkung für die Reichsten und die Schuldenbremse möchten Sie auch nicht haben. Ja, bei wem wollen Sie denn dann sparen? Das steht dort nicht. Und die steuerliche Begünstigung für Überstunden, die wird auch von der FDP gefordert. Christian Lindner möchte sogar eine Mentalitätsreform bei der Einstellung zur Arbeit. Ich sage Ihnen was. Im letzten Jahr wurden 1,3 Milliarden Überstunden geleistet und die Hälfte davon unbezahlt. Wie wäre es denn mit einer Mentalitätsreform bei der Zahlungsmoral der Unternehmen? Gerechtigkeit statt Ausbeutung. Dann haben die Menschen auch mehr Geld im Portemonnaie, können den privaten Konsum ankurbeln und das hilft der Wirtschaft wirklich. Gerechtigkeit und Vernunft. Dankeschön. Christian Laie, gerade 2 Minuten hat er hier in dieser Debatte. Aber das ist das Schicksal von parlamentarischen Gruppen. Gäbe es noch eine linke Fraktion, hätten die alle ein bisschen mehr Redezeiten hier gehabt. Wir nähern uns ganz langsam dem Ende dieser Debatte. Und jetzt hat das Wort Markus Herbrand aus der FDP-Fraktion. Für falsch zu halten, was die Union fordert. Ich beispielsweise finde die Überschrift schon ziemlich gut. Aber ja, wir brauchen natürlich mehr Wachstum, damit wir unseren Wohlstand erhalten können. Und ich finde schon auch, die Opposition kann sich etwas mehr Mühe geben, wenn es um die Finanzierungsmöglichkeiten geht, ob ihrer Vorschläge. Und ich habe mir einen anderen Punkt rausgesucht, nicht die 25% bei der Unternehmenssteuer, sondern die Steuerfreistellung von Arbeitseinkommen bei Rentnern bis zu 2.000 Euro monatlich. Das ist im Extremfall ein Steuerfreibetrag von 24.000 Euro im Jahr. Ich denke, das ist gleichermaßen populistisch wie auch tatsächlich unsolide. Bei den Unternehmenssteuern auf 25%, da waren Sie wenigstens so schlau und haben, ich glaube, schrittweise eingefügt, damit das nicht in einem Jahr alles fällig wird. Unsolide ist auch, dass Sie auf eine Auseinandersetzung mit dem bereits Geleisteten komplett verzichten. Deshalb will ich das gerne für Sie übernehmen, und zwar nicht abschließend. Aber wir haben natürlich mit dem Inflationsausgleichsgesetz in den Jahren 2023 und 2024 die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler erheblich entlastet. Wir haben die EEG-Umlage abgeschafft, wir haben das Kindergeld und den Kinderzuschlag historisch erhöht. Wir haben Betrieben wie auch Verbrauchern enorm unter die Arme gegriffen, um den Preisschock an den Energiemärkten zu verkraften. Das alles haben wir aber vor allem deshalb gemacht, um die Auswirkungen der Inflation zu bekämpfen. Das hatte für uns absolute Priorität und es hat möglicherweise auch Wachstum gekostet. Weiter haben wir aber auch immer wieder in einzelnen steuergesetzlichen Maßnahmen Unternehmer adressiert, Stichwort degressive AFA, meist temporär. Wir haben aber auch mit dem Wachstumschancengesetz, es ist schon sehr häufig angesprochen worden, immerhin ein Entlastungsvolumen von 3,2 Milliarden Euro. Auch das ist für uns zu wenig, gar keine Frage. Aber auf der Entlastungsbremse stand ja da vor allem die unionsregierten Länder. Das passt im Übrigen auch nicht mit Ihren Forderungen hier zusammen.
Das alles und noch viel mehr ist bereits geschehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber aus Sicht der FDP besteht in der Tat auch Nachholbedarf, zum Beispiel bei der Frage, ob sich Arbeit in Deutschland in jedem Fall noch lohnt. Wir sehen da schon auch kurzfristig die Notwendigkeit, den Steuertarif erneut anzupassen, damit jeder, der arbeitet, auch tatsächlich mehr Netto hat. Unsere Überzeugung ist darüber hinaus auch, dass wir beim Unternehmenssteuerbereich etwas machen müssen. Unser Steuersystem ist zu komplex und im internationalen Vergleich auch führt es zu Wettbewerbsnachteilen. Herr Kollege Wiener, ich weiß gar nicht, ob er noch da ist. Da alleine allerdings auf die Selbstfinanzierungseffekte einer Steuerreform zu hoffen, finde ich jedenfalls zumindest mal gewagt. Aber über diese Dinge werden wir mit den Fraktionen der Ampelregierung weiter vertrauensvoll beraten. Zu einer Wirtschaftswende bedarf es dieses schnell aufgesetzten Antrages jedenfalls nicht. Ich denke, das werden auch die Beratungen im Wirtschaftsausschuss zeigen. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Kollegin Gabriele Kaczmarek für die SPD-Fraktion. Ja, recht herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gleich zu Beginn Ihres Antrages, den Sie stellen, bin ich über einen Satz gestolpert und Sie haben ihn ja auch mantrahaft immer wieder mit eingebracht. Ich zitiere: Es wird kaum noch in Deutschland investiert, sondern im Ausland. Und ich sage Ihnen, da scheinen Sie irgendwo auf einer anderen Welt unterwegs zu sein, denn es ist schlichtweg falsch. Es werden große Investitionen in Deutschland getätigt und vor allem in Zukunftstechnologien. Einige Beispiele, mein Kollege hat es ja schon gesagt, Bernd Westphal. Northvolt, Entwicklung neuer Batterien, 3,5 Milliarden Euro, wichtig für die Automobilindustrie. Ein großes KI-Zentrum durch Microsoft, 3,2 Milliarden. Graben Neudorf, kennen Sie vielleicht nicht in meiner Region, das Unternehmen SEW, 350 Millionen Euro für ein neues Montage- und Logistikzentrum, mindestens 300 Arbeitsplätze. In meinem Wahlkreis, automobillastig, Mercedes-Benz, in Bischweier ein Logistikzentrum, 500 Arbeitsplätze. In Koppenheim wird jetzt gerade eröffnet ein Batterie-Recycling-Werk. Im Werk Rastatt Automobil Daimler-Benz dreistellige Millionenbeträge. Und jetzt komme ich zu, ja, müsste Ihnen bekannt sein, Herr Spahn, Ihr Lieblingsthema, die industrielle Gesundheitswirtschaft. Auch wenn Sie, Frau Klöckner, die ja aus Rheinland-Pfalz kommen, das mal so abtun, dass Lilly dort investiert und 1000 Arbeitsplätze dort entstehen, kann man natürlich tun und man kann auch hingehen und sagen, Eintagsfliege, aber ich will Ihre Eintagsfliege gern ergänzen. Denn es geht nicht, nein, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Entschuldigung, ich nehme es zurück, Frau Klöckner. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ich will den Schwalben dann noch ein paar hinzufügen. Und zwar Böhringer Ingelheim. 350 Millionen Euro für das europäischste, größte Entwicklungszentrum für Biotechnologie in Biberach. 500 Arbeitsplätze. Das ist schon ein ganzer Schwalbenschwan. Ich kann die Liste natürlich auch fortsetzen. Und Herr Spahn, ich schenke Sie Ihnen gerne auch noch mal, was die Frage Gesundheitswirtschaft betrifft, weil da können Sie vielleicht aus Ihrer Vergangenheit heraus sagen, Mensch, da passiert ja jetzt was. Klasse, dass die Ampel endlich das auf den Weg bringt, was wir in der Vergangenheit nicht geschafft haben, nämlich Investitionen in einer Zukunftsbranche. Und ich sage noch mal, ich sage Ihnen noch eins dazu. Es macht keinen Sinn, sich hinzustellen und ein Abgesang hier in Deutschland zu proklamieren. 11 Milliarden Euro alleine in der industriellen Gesundheitswirtschaft, die in Deutschland investiert wird. Und warum? Da können Sie gerne den CEO von
Lilia mal fragen, warum hat er hier investiert? Weil er sagt, weil in Deutschland gute Rahmenbedingungen sind und genau deshalb investieren wir in Deutschland und nirgendwo anders. Es ist ein Originalzitat und Herr Kuban, dass Sie lachen, wundert mich natürlich sehr. Sie müssen doch auch mal andere Dinge zur Kenntnis nehmen. Ich weiß ja, warum genau Sie diesen Antrag so stellen. Das ist ja eine olle Kiste aus der Mottenzeit. Das will ich Ihnen mal sagen, warum. Das ist ja bei Ihnen auch nicht neu, nämlich die Frage, wie ich im sozialen Bereich immer wieder auf Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsparen kann. Das riecht in Ihren Antrag in jedem zweiten Satz. Mein Kollege hat es ja gerade auch schon gesagt. Worum geht es Ihnen? Sie wollen wieder an die Rente ran, Sie wollen an die Arbeitszeit ran. Und ich kann Ihnen eins ins Stammbuch schreiben. Eins ins Stammbuch schreiben von Seiten der SPD-Fraktion. Mit uns wird es diese Einschnitte im sozialen System nicht geben. Mit uns wird es keine Einschnitte bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gehen auf Kosten einer Wirtschaftspolitik, wie Sie glauben, sie vertreten zu müssen. Das wird es mit uns nicht geben, das wird es mit der Ampel nicht geben. Was wir mit der Ampel machen, ist weiter dafür zu sorgen, dass zukunftsfähige Industrien hier in Deutschland sich ansiedeln. Ich habe Ihnen ein kleines Beispiel gegeben. Es kommen noch viele weitere dazu. Es sind noch viele weitere dabei. Und das werden wir fortsetzen, Herr Spahn. Und noch mal gucken Sie sich insbesondere den Bereich an, den Sie mit zu verantworten haben, wo nichts passiert ist und wo es jetzt wächst und wächst und wächst. Und versuchen Sie doch einfach mal eine Politik zu machen, eine Opposition, die nach vorne geht und nicht rückwärtsgewandt ist, wie Sie es tun. Wir werden es tun und ich bin optimistisch, dass wir damit weiter nach vorne kommen. Und den Abgesang, den Sie hier fabriziert haben, brauchen wir nicht, sondern wir brauchen einen Blick nach vorne und der ist berechtigt und wird uns gelingen. Herzlichen Dank. Die Position von der Abgeordneten Gabriele Kaczmarek, ein bisschen Arbeitnehmerperspektive, SPD-Fraktion, tatsächlich natürlich die Konjunkturdaten sagen, Deutschland ist unter den G7-Staaten weiterhin das Schlusslicht. Jetzt nächster Redner, Robert Fahrne, fraktionslos, ein Wirtschaftsprogramm für Deutschland, Antrag der Union, hier weiter im Gespräch. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, immer mehr Traditionsunternehmen wie Bosch, Miele oder Stihl wandern ab. Wir haben eine Schrumpfung für 24 zu erwarten von 0,1%. In Ihrem heutigen Antrag fordert die CDU-CSU zu Recht eine Wirtschaftswende. Aber sie fordert das eigentlich nur, um auf Stimmenfang zu gehen, in Form eines Schauantrages, in dem es nicht eine einzige Maßnahme gibt, die tatsächlich die Probleme berührt, die wir in diesem Land haben. Und diese Probleme sind Dekarbonisierungspolitik, Klimatransformation und Wirtschaftskrieg gegen Russland. Der Wirtschaftskrieg gegen Russland kostet uns über diese Sanktionspolitik jeden Tag und jede Woche hunderte Millionen und Milliarden Euro, die uns fehlen, in unserem Land für preiswerte Energie zu sorgen. Ihr Totalembargo für preiswerte Energie sorgt dafür, dass unseren Wirtschaftsunternehmen die Luft ausgeht. Die Frage ist, warum stellen Sie dann solch einen sinnlosen Antrag? Ganz einfach. Merz will früher Kanzler werden und den Scholz ablösen. Und ich kann Ihnen nur sagen, solange die CDU genauso hinter der Klimareligion hinterherrennt wie die Sozialdemokraten und die Grünen mit Herrn Habeck, die die Wirtschaft wirklich vor den Baum fahren, so lange wird das gar nichts. Denn wer die Grünen wählt, der wählt dann irgendwann auch die CDU. Und alle etablierten Parteien hängen an dem gleichen Sumpf. Wer eine Wirtschaftswende haben will, der muss eine Partei oder nicht eine, sondern mehrere Parteien wählen, die eine wirkliche Wende einleiten können, weil ihnen klar ist, worum es geht. Deutschland muss wieder eine preiswerte Energie zur Verfügung haben, damit die Haushalte ständig Geld sparen können, wenn sie Strom für nur 10 Cent beziehen, wieder Einstieg in die Kernenergie, Gaswirtschaft und so weiter. Sie müssen jetzt zum Schluss kommen. Ich bedanke mich für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
der fraktionslose Abgeordnete Robert Fahle hier. Wir sind weiterhin beim Zusatzpunkt 21. Sofortprogramm für die deutsche Wirtschaft. Antrag der Unionsfraktion. Es beschließt der SPD-Abgeordnete Robin Misarocic. Wir hören, was er zu sagen hat, und dann gehen wir mutmaßlich in eine Abstimmung hierzu. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die CDU sagt uns, wir in Deutschland, wir müssen fleißiger werden. Drei konkrete Punkte bringt sie dazu in ihrem Antrag. Erstens, Überstunden sollen steuerfrei werden. Ich frage mich, ob Sie das durchgerechnet haben. Wenn ein Familienvater mit Durchschnittslohn eine Überstunde macht, spart er mit Ihrem Vorschlag 1, 2, 3 Euro. Ich frage Sie, ist das dann der Anlass für ihn, alles stehen und liegen zu lassen, wenn er in Stuttgart im Speckgürtel wohnt, eine Dreiviertelstunde zur Arbeit fährt, seine Kinder ohnehin nicht sieht, dass er sich dann mit 3 Überstunden nach Ihrer Regel einen Döner vielleicht leisten kann? Das bezweifle ich doch. Der zweite Vorschlag von Ihnen ist, Arbeitsverweigerer zu zwingen. Und da frage ich mich auch, ob Sie das durchgerechnet haben. Wie viele Arbeitsverweigerer gibt es denn in Deutschland? Ich sage es Ihnen, das sind wenige. Und ich frage Sie, sind das die Leute, die Sie als faul bezeichnen, die diejenigen sind, die unsere Wirtschaft jetzt aber so richtig nach vorne nehmen? Das glaube ich nicht. Und der dritte Vorschlag von Ihnen betrifft Rentnerinnen und Rentner. Und ich sage Ihnen, ich finde es gut zu sagen, wir gucken, wie Rentnerinnen und Rentner leichter, wenn sie es wollen, arbeiten können im Alter. Aber ich will auch sagen, dass ich es fraglich finde, wenn wir unsere Erwartungen gerade denjenigen aufbürden, die unsere Erwartungen schon längst übertroffen haben. Und zur Wahrheit gehört doch auch, dass das, was Sie gerade an Rentenideen hier vortragen, dazu geeignet ist, dass viele Leute in Deutschland weniger Rente bekommen. Das heißt, die CDU-Vorschläge heißen, Rentnerinnen und Rentner und alle, die es eines Tages werden, kriegen weniger Rente, aber du darfst dann leichter arbeiten. Das ist die Wahrheit, die hier ausgesprochen gehört. Und ich glaube auch, dass wir in Deutschland viel Potenzial entfesseln können. Aber das sind ganz andere Leute. Drei Beispiele. Erstes Beispiel, Frauen. Und ich befürchte leider, ich muss das erklären, die AfD saß hier eine Stunde mit 100% Männern im Bundestag. Jetzt ist Frau von Storch dazugekommen. Aber wie sage ich das? Frauen sind nicht eine von 20. Frauen sind die Hälfte unserer Gesellschaft. Aber bei den Beschäftigten haben Frauen leider nicht den 50% Anteil, sondern 50% der Frauen arbeiten noch in Teilzeit. Und wenn eine Frau sich entscheidet, zu Hause zu bleiben oder weniger zu arbeiten, dann ist es ihre Entscheidung. Aber wenn eine Frau gezwungen ist, nicht zu arbeiten, weil wir als Gesellschaft ihr nicht die Möglichkeit dazu bieten, dann versagen wir hier alle und dann schaden wir unserer Wirtschaft, weil gut ausgebildete Fachkräfte gegen ihren Willen zu Hause bleiben. Das zweite Beispiel sind Migrantinnen und Migranten. Da philosophieren Sie rum, ob die Religion von Millionen fleißigen Arbeiterinnen und Arbeitern in Deutschland zu diesem Land gehört, anstatt zu ermöglichen, dass die, die sich hier alle integrieren wollen, das auch tun können. Und drittens, wir haben junge Leute, die bei uns durchs System fallen, durch die Schulen. Wir wollen, dass da das Geld hinkommt, damit die Leute fleißig sein können. Es ist purer Hohn, diesem Land vorzuwerfen, in dem 1,3 Milliarden Überstunden, mehr als die Hälfte davon unbezahlt geleistet worden ist, es sei faul. Eventuell sind Sie faul beim Denken, dieses Land in fleißig, und wir entfesseln es an der richtigen Stelle. Haben Sie vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zum Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 10.985 mit dem Titel Wirtschaftswende jetzt, Sofortprogramm für die deutsche Wirtschaft. Die Fraktion der CDU-CSU wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktion der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der FDP wünschen Überweisung. Und zwar federführend an den Wirtschaftsausschuss und mitberatend an den Rechtsausschuss, an den Finanzausschuss, an den Ausschuss für Arbeit und Soziales sowie an den Haushaltsausschuss. Wir stimmen nach ständiger Übung zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Ich frage deshalb, wer stimmt für die beantragte Überweisung?
Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU-CSU-Fraktion, die AfD-Fraktion, die Gruppe Die Linke und die Gruppe BSW. Wer enthält sich? Und der Abgeordnete Fahle hat auch dagegen gestimmt. Ich halte das fest. Wer enthält sich? Niemand. Dann ist die Überweisung so beschlossen. Damit stimmen wir heute über den Antrag auf Drucksache 10.985 nicht in der Sache ab. Zusammengefasst, die Regierungsfraktionen hatten beantragt, dass dieser Antrag der Unionsfraktion sofort Programm für die deutsche Wirtschaft überwiesen wird, federführend in den Wirtschaftsausschuss. Die Unionsfraktion hatte sich gewünscht und beantragt, dass man in der Sache abstimmt. Dazu ist es nicht gekommen, auch wenn mitgestimmt haben AfD, BSW und Linke und der fraktionslose Abgeordnete Fahle. Aber die Mehrheit der Ampelfraktionen hat hier funktioniert. Also Überweisung dieses Antrages für eine Wirtschaftswende, das wäre das Wording der FDP, also für ein Sofortprogramm für die deutsche Wirtschaft, wo es ja quasi um Standortfaktoren geht. Das Ganze wird noch einmal im Wirtschaftsausschuss landen. Es gab eine Vorgeschichte, diesen Antrag hat es bereits einmal gegeben. Und jetzt ist das die zweite Runde und noch einmal der Wirtschaftsausschuss.